Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Tales of Vesperia in der Devil-Edition. Und ich gehe mal kurz in die Objekte und dann können wir uns gleich die ganzen Bonustitel für Flynn holen. Das würde eigentlich ganz fix gehen, auch wenn es viele sind. So, können wir uns gleich angucken, was der junge Herr hat. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber Flynn ist ein Charakter, der kein Statusbild hat, wie ich sehe. Ich glaube, das wurde vergessen. Judith hat ihr's. Estelise hat ihr's auch. Ich glaube, es wurde einfach vergessen. Naja, was soll's. Flynn ist ein Charakter, der in der originalen Xbox 360-Version nicht spielbar war. Der kam zwar ziemlich häufig vor in der Story und man hätte glatt sagen können, ja, gut, komm doch mit, das passt alles so, aber das, man Flynn als Charakter selbst aber hat, ist erst in der PS3-Version gewesen, die halt den Inhalt von der Definitive Edition hat, aber nur in Japan rausgekommen ist. So, ja, dazu gehören wir keins. Was haben wir hier? Lorelei Schwertkämpfer, wer könnte das sein? Ho, kommt mir doch bekannt vor, der Junge her. Dann haben wir Ehre des Fedrock-Ritters. Ja, das ist übrigens die Rüstung, die Flynn und Yuri im Tales of Vesperia Film hatten für Strikey Step. Das ist die Schuluniform, die jeder hat. Das ist aus irgendeinem anderen Spiel, schätze ich. Ha, verträumter Klavierspieler. Wer kann das bloß sein? Das Let's Play zu dem Charakter gibt es übrigens hier auf dem Channel, nennt sich Eternal Sonata. Wink, wink. Und dann haben wir noch Erzlord. Warte, ich muss mir kurz das Auge kratzen. So, was nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich nehme das da. Das passt ganz gut. Ich bin auch dazu verleitet, das zu nehmen, aber es passt so überhaupt nicht zu Flynn. Da lassen wir das. Kann man hier runter? Sind hier Truhen? Ich weiß es nicht. Gehen wir nachgucken. Sind hier Truhen? Sind hier Truhen? Sind hier Truhen? Sind hier Truhen? Kann man das hier jetzt auch von außen aufsperren? Durch irgendeine Kraft verschlossen. Wie schön. So, da hier keine Truhe ist, gehen wir einfach mal wieder hoch. Wenigstens ein Speicherpunkt wäre schön gewesen. Wenigstens ist hier eine Truhe. Mit einem Mietengürtel. So. Was hat Flynn eigentlich für Fähigkeiten? Wow, der hat ganz schön viel. Das reichte noch. Ich schätze mal, dass Flynn nach dem Dungeon wieder abhauen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es mir aber, wenn ich an den Verlauf der ursprünglichen Story denke, dann würde ich es aber denken, dass er nach dem Dungeon wieder abhaut und dann später wieder kommt. Das sieht so dämlich aus mit diesem Outfit. Gefällt mir. Die hätten ihm das Kostüm von Allegretto geben sollen. Der hat sogar den gleichen Synchronsprecher. Okay, nachdem wir gesehen haben, wie dämlich das aussieht, können wir gleich das Kostüm wechseln. I can't believe I made that kind of mistake. I should have moved right then. Damn it! Somebody shut this old man up. What mistake did you make? Oh, you sweet girl. Thank you for listening. If I just met that pretty and hottie before Yuri, the two of us would be off together just... Ha! Yeah! Whoa! Go easy on him, Rita! You got a problem. I guess the old man couldn't care less about me. Well, I'm glad you weren't hurt, Yuri.
Thanks. So, das. Ob es jemals lädt, ich weiß es nicht. So you use a spear too. Oh, do you know someone who also uses a spear? Eh, well not quite. It just reminds me of some jerk. Are you talking about that dragon rider? Yeah. Hey, don't you have something you need to tell me? What? Me? Yes. So where is the dragon freak now? We got separated up on the roof. I'm pretty sure he wasn't too badly hurt. Good, because I can't very well beat him up if he's already injured. Whoa, whoa. That's the whole reason you came here? No! I also can't forgive this Barbos guy for what he did. Abusing Blastia like that. Has he no shame? That's no reason to bring the princess along with you to a dangerous place like this. Flynn, why didn't you stop her? My apologies. We must have missed each other in Domgrest. So that's why she panicked and chased after you? It's not Rita or Flynn's fault. I decided to come here myself. I couldn't let you go all by yourself. Besides, I can't watch bad people doing harm to others and simply let it happen. I agree. Very well said. Your Highness. Captain Carroll, don't let me down. I'm counting on your skills. Yes, of course! Come on, let's go take that jerk to school. I'm sorry, but would you mind keeping your background to yourself? We've got someone who might kind of explode if she knew. Sure, I understand. That'll be best for both of our interests. Is he also a member of your party? Yeah, he doesn't get along too well with people, though. Don't let it get to you. I'm Judith. Nice to meet you. Hey, why is he letting Judith pet him? Maybe the little pup's a fan of pretty girls. But I'm a pretty girl, too! My, my. Why doesn't he like me? Vielleicht, weil du zu aufdringlich bist. Vielleicht mag er auch kein Pink. The gear stopped. It looks like it's not moving because the gear's teeth are out of alignment. I think it might move if we put some energy into it. Well, we needn't waste energy on moving strange gears. Da ist was dran. Ich dachte, wir wollten einfach nur nach oben. Das ist meine Truhe aus dem Weg. Ja, oh, was für eine wunderschöne Kombo. Lass das. Die Texula ist voll auseinandergenommen worden. Die war so schnell tot, die hat gar nicht gesehen, was sie getroffen hat. Eine Waffe für Repeat, kommt sofort. Was ist er denn? Da ist er. Das ist eine Beschleunigung. Erhöht bei Überlevel die Geschwindigkeit normaler Angriffe. Oh, gefällt mir. Und Zahlen des Jägers erhöht den Bonus für einen tödlichen grünen Schlag. Prium! Sie steht da einfach rum. Alles klar. Das gelbe Zahnrad, das erinnert mich an Guldenzahn. Frag mich nicht warum, es tut es einfach. Er war schon tot, deswegen konnte ich ihn nicht einsetzen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, ich wünschte, sie hätte das mit dem Game doch wenigstens hingekriegt. Oh ja, ich hätte vielleicht das Zahnrad da unten mit dem Dingsens da anpupsen sollen. Ich wollte sagen anpusten, nicht anpupsen. Aber hey, es ist doch einfach dasselbe. Da kommt heiße Luft raus.
So. Tun wir Barbos mal einen Gefallen und kümmern uns um die Zahnräder. Der wird sich freuen, dass hier wieder alles läuft. Das ist Zahnrad. Ich meine, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass sie es geschafft haben. Dass man in den einzelnen Szenen, die hier neu sind, nicht so merkt, dass die neu sind. Man merkt es halt aber an den Plaudereien, merkt man das, weil die halt viel leiser sind, was ich schade finde. Ich meine, das hätten sie ja wenigstens mal abchecken können. Meine, wurde das nicht getestet? Oder haben sich die Tester sogar doch, ist zu leise, interessiert uns nicht? Ich meine, dasselbe ist ja auch bei Symphonia in der PS3-Version. Chronicles, Tales of Symphonia Chronicles. Da ist der ganze Inhalt ja auch, der neu ist, auch viel zu leise. Das sind halt so Sachen, wo ich mich frage, warum merkt das keiner? Ist hier oben vielleicht ein Speicherpunkt? Ist da oben ein Wunderkoch? Hi. Ich hoffe, dass das mit dem zu leise nicht mit Flynn im Allgemeinen ein Problem darstellt, aber so wie es sich anhört, bis jetzt nicht. Es scheint wirklich nur die Plaudereien zu betreffen. Rest in peace. This power will make me stronger. Sehr schön. Mein Wunderköchlein. Ich komme da nicht hin. Müssen wir eben kurz was hochgehen. Hallo? Nur weil da so ein Plastik, so ein komisches Teil im Weg ist, kommen wir da nicht ran? Was soll das denn? Corpo Plus in Kombination. Wir lernen jetzt erstmal Reflexion zu Ende und dann packen wir das drauf. Dann müssen wir nach oben. Dann müssen wir das Zahnrad aktivieren, wo sich da die Brücke ausgefahren hat. Und dann müssen wir wahrscheinlich runter. Ich sehe es doch. Lass das. Mach sie fertig! Ruhe, by the way. Cell. Bessere Medizin. Die Stärke eines Heilzaubers ist proportional zu Rest-KP. Stärke um 1,5-faches der maximalen KP erhöht. Finde ich gut. Your spear fighting is fluid and your footwork is amazing. I love watching you fight, Judith. Tito. Oh, it's my pleasure. Aren't all Kritians more of the nerdy, scholarly type? More indoors and outdoors people? Yuri's anti-book comments aside, is it true that the Kritia don't fight in battles? It seems most of us don't like fighting very much. So you're an exception? A weirdo among weirdos, then. How strange. I've always thought it was normal to fight someone who's threatening you. Yeah, true. Really? Is that normal? Sure, it's normal. Totally normal. I see.
Das würde ich auch als normal beurteilen, aber ich glaube, heutzutage ist das auch keine Selbstverständlichkeit mehr. So. Schade, es wäre witzig gewesen, wenn wir den Kritischen gekriegt hätten und bis zu der Magierin dahin geslidet wären. Hätte ich sehr witzig gefunden, aber wir waren bestimmt außerhalb der Reichweite. Oh. So. Was habe ich gesagt? Wenigstens spawnen die Monster nicht, oder können wir hier ganz beruhigt wieder zurückgehen. Wer hätte gedacht, dass sich der Wunderkopf an so einem Ort befindet? Hi! Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. Zur Belohnung zeige ich dir, wie man kocht. Bong! Salat! Ich wusste nicht, dass man Salat kocht. Ich dachte, man macht den immer aus. Aber okay. Wir verstehen, glaube ich, alle, wie es gemeint ist. So, jetzt kommen wir dahin. Lass mich raten, hier fällt sich gleich die Brücke aus, dann kommen wir zum nächsten. Gott, so viel Arbeit. Wir sollten uns vom Barbus dafür bezahlen lassen, dass wir das machen. Jetzt ohne Scheiß. Wir wollen ihn aufhalten und helfen ihm dabei, vorher noch sein Türchen heil zu kriegen. So, jetzt kommen wir hier hin. Oder auch nicht. It looks like this floor is set up the same way as the one below. So that means we've got some gears to move. What do you think they're protecting with all these different layers of devices? Maybe it's just their pride as a guild. Vielleicht ist es aber auch der Hof. Oh. So ist besser. Ich wollte gerade sagen. Die steht ja einfach rum und chillt. Dann können wir sie auch stehen lassen und so ein bisschen weiter chillen. Noch eine Etage. Yay. Ein heiliges Gewand für Rita. Frag mich, wie viele es von diesen Etagen noch gibt. Lass mich raten, da kommen wir wieder nicht ran. Gut, dann müssen wir wieder hochgehen. Wow. Na komm. Na komm. Na komm. Ich wollte hier nicht so weit zusammenlocken, dass wir die zusammen fertig machen können. Dann hätten wir immerhin zwei Kämpfe in eins. Das ist ziemlich Zeit ersparen. Au. Alter, wo kommst du jetzt her? So. Mach sie fertig! Gib's dir! Lass sie nicht zum Kasten kommen! Ups. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ich habe gerade nicht aufgepasst. We can do this. So. Ach, das trifft uns nicht mal. So. Da ist auch nichts. Lass Ruhe. Einen Stachel haben wir für Carol. Ausrüstung.
So. Hallo? Da geht's nicht weiter. Also wieder runter. Weil wenigstens haben wir die Pfeile aus dem Weg geräumt, dass wir hier problemlos rauf und runter rennen können. Der Weg ist doch draußen. Warum können wir da nicht lang gehen? Ach ja, wir kommen hier nicht durch. Weil davon abgesehen, dass da vorne vor dem Gegner noch so ein kleiner Zaun ist, wo wir nicht rüberspringen können oder rüberklettern können. Hat sich das vorher auch schon gedreht oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich musste unbedingt so laufen, dass der uns trifft. Au. Au. Dieses Geklockere, das klingt völlig übertrieben. Oder irgendwie klingt es voll falsch. Oh shit, ich bin allzu tief runtergegangen. Jetzt sind die, glaube ich, alle wieder da. Naja, wenigstens gibt das EP. So. We finish them off. Geht doch. Danke. Hi. Kommen wir jetzt dahin. So ein doofes Hin- und Hergerenne. Aber gut, ich schätze, irgendwie muss man den Dungeon dann länger ziehen. Au, 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 au. So. Super, das heißt, wir können jetzt die Waffe wechseln. So. Und dann wieder nach unten. Na, wenn jetzt ist das Teil wieder. Okay, das ist über uns. Habe ich gerade gefragt, in welcher Etage das ist. Hi. So, mittlerweile müssten wir das auch genug eingesetzt haben, ne? Sind wir jetzt mit den ganzen Basisarzt durch? Ja, mit den Basisarzt sind wir durch. Das ist wunderbar. Und wenn wir wieder zu schnell darauf sitzen. Ich habe gerne eine Technik, mit der ich aus der Entfernung angreifen kann.
gut, dann kommt man da jetzt auch hoffentlich lang. Na gut, jetzt kommt man doch lang. Das war ja vorher auch keine Selbstverständlichkeit. So. Sorry for being so strong. So, ist dann hoffentlich das letzte Zahnrad hier. Ich hatte die zwei hier vergessen. Also müssen wir nochmal eine Etage runter. Alter. Hallo? Dieses Teil ist ziemlich schwer zu treffen. Wir sind hinter dem Teil. Immer noch. Immer noch. Hallo? Treffen wir das Teil davor? Ich bin verwirrt! Ach, machen wir erstmal die Füße da weg. Let's get this over with. So. Das hast du zum letzten Mal gemacht, Mädel. Oder müssen wir erst das da oben treffen? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es mal. Kann man das da oben überhaupt treffen? Ja. Jetzt geht's. Vielleicht stand ich auch eben nur blöd. Das kann natürlich auch sein. Ah! Treppen. Meine Nemesis. Nemesis, das hört sich ziemlich witzig an. Gott sei Dank sind wir oben. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich immer Tschüss.